So, wir sind immer noch in der Produktionstheorie. Es geht jetzt um die Aufgabe 5.2. So, Aufgabe 5.2 bei Norton & Company wird allseits beliebtes Buch Intermedia Microeconomics von Hal Varian gebunden. Für jede Palette Bücher müssen jeweils zwei Arbeiter und eine Bindemaschine eingesetzt werden. A. Geben Sie die Produktionsfunktion für die Output für den Output an Paletten Y an und erläutern Sie diese kurz. So, jetzt müssen wir halt eine Produktionsfunktion aufstellen. Das entscheidende Wort in dieser Aufgabe ist jeweils. Dieses jeweils bedeutet, dass wir es mit Komplementären zu tun haben. Komplementäre, die Formen gebe ich jetzt gleich mal an. So, die allgemeine für Komplementäre ist halt Y für unsere Produktionsfunktion ist Minimum von unserem ersten Gut x1 und unserem zweiten Gut x2. So, jetzt wurde uns bereits verraten, also jetzt kommen wir nochmal zur Aufgabe zurück. Würde hier zum Beispiel entweder zwei Arbeiter oder eine Bindemaschine sein, dann hätten wir eine Produktionsfunktion von Substituten. Hier haben wir es ein bisschen anders, ist ein bisschen schwieriger aufzustellen, aber wenn man den logischen Schritt dorthinter versteht, ist es klar. Also du kannst das Ganze natürlich auch so schreiben. Minimum von A mal x1 und b mal x2. So, in unserer Aufgabe ist halt gegeben, dass wir, also dass es bei uns hier die Arbeit ist, also Arbeit für Labor, und das zweite ist halt unsere Maschine, unsere Bindemaschine. So, und wir wollen halt y, also wir würden gesagt, dass wir halt zwei Arbeiter, also L gleich 2 und M gleich 1 für eine Buchpalette bedeutet. Heißt im Grunde nichts weiter, Y ist gleich 1. So, damit wir jetzt den Faktor A herausbekommen, müssen wir halt im Grunde aufstellen, Y ist gleich A mal L und Y ist gleich B mal M. So, uns wurde ja schon gesagt in der Aufgabe, L ist gleich 2 und Y ist 1. Also wenn wir das hier einsetzen, ist gleich A mal 2 und wir brauchen halt 1 ist gleich B mal 1. So, das Ganze natürlich nach A und B aufgelöst, kommen wir halt für den Faktor A ist gleich 1/2 und hier für B ist gleich 1. Damit können wir halt das Ganze halt einsetzen, bedeutet unsere Produktion für die Komplemente sehen halt wie gefolgt aus, Y ist gleich das Minimum aus dem Paar 1/2 L und einer Maschine. So, das war es auch schon zur Aufgabe A, also das ist unsere Produktionsfunktion. So, gehen wir